Moin Hallöchen und herzlich willkommen zu einem weiteren Faktenvideo auf meinem Kanal. In den Kommentaren wurde sich gewünscht, dass ich mal den Granatenfeuer mache. Das mache ich natürlich und heute geht es hauptsächlich um sein Aussehen, Verhalten und seine Feuerkraft. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und dann sehen wir uns direkt nach dem Intro wieder. Ich würde sagen, wir fangen an mit den Maßen. Der Granatenfeuer ist 48,8 Meter groß bzw. 160 Fuß. Seine Länge beträgt 49 Meter und die Flügelspannweite 58 Meter. Er wiegt ungefähr 3447 Kilogramm. Außerdem ist er Mitglied der Gezeigenklasse und wie alle wissen, Gezeigenklassendrachen können in der Regel kein Feuer speien. Sein Aussehen. Das Granatenfeuer ist sehr groß. Er hat zwei lange Hörner auf dem Kopf, relativ lange Flügel und eine harte Schale zum Schutz auf dem Rücken. Der Drache hat vier Beine und einzigartig geformte Flügel, die hauptsächlich zum Schwimmen verwendet werden. Sein Aussehen erinnert stark an die realen Seeskorpione des Ordovizium-Zeitalters. Sein Verhalten. Sie leben sonst immer in der Tiefsee und greifen nie Menschen an, außer man zwingt sie dazu. Sie haben eine große, massive Schale, die von Wikingern oft als Land verwechselt wird, die dann auf ihm andocken. Er kann viele brennende Steine, die explodieren wie eine Bombe, abfeuern. Auf einmal kann der Granatenfeuer drei solcher Gesteine gleichzeitig abfeuern. Ihr einziger natürlicher Feind ist der Tiefseespalter, der kleiner ist als der Granatenfeuer. Seine Stärke. Das Granatenfeuer ist stark genug, um ein ganzes Eisenschiff sowie viele Drachenjäger mit wenig bis gar keiner Anstrengung zu tragen. Die Feuerkraft. Das Granatenfeuer ist in der Lage, riesige Felsbrocken zu schießen, die über eine große Distanz hinweg geschleudert werden können. Diese Geschosse können in rascher Folge abgefeuert werden und wie Bomben einschlagen. Die Schüsse pfeifen, bevor sie wie Mörser explodieren. Die Gesteine pfeifen, weil sie sich drehen, was man an der Rauchspur deutlich erkennen kann. Besonders auffällig ist, dass die Felsbrocken eigentlich nicht nur eine Rauchspur hinter sich herziehen, sondern auch zwei hellblau leuchtende Spuren, die sich durch die Drehung der Gesteinsbrocken umeinander drehen. Diese Spuren müssen durch zwei Löcher im Gestein aus dem riesigen Felsbrocken hinauskommen, denn wie man leicht erkennen kann, ist der Felsbrocken voll mit Gas. Kleiner Fakt am Rande, die Risse im Geschoss deuten auf massiven Innendruck hin. Und weiter geht's mit der Ausdauer. Das Granatenfeuer kann eine Reihe von Angriffen vom Tiefseespalter standhalten und ist immer noch in der Lage, weiterzukämpfen. Er ist auch in der Lage, lange Strecken zu reisen. Geschwindigkeit und Beweglichkeit. Das Granatenfeuer ist höchstwahrscheinlich ein sehr schneller Schwimmer. Da ohne Zahn ihn in der Folge der große Plan Teil 1 unter Wasser nicht einholen konnte, da er innerhalb von Sekunden wegschwamm. Aber die Geschwindigkeit dieser Drachen kann nicht so schnell wie die vom Tiefseespalter sein, da er kleiner und agiler ist als der Granatenfeuer. Und jetzt noch ein paar Allgemeinheiten. Der Tiefseespalter ist der natürliche Feind des Granatenfeuers. Er war der Hauptteil und Namensgeber vom Projekt Granatenfeuer, das von Vigo geplant wurde. Bei seinem Aussehen denkt man eher an einen Insekten-Amphibien-Hybrid als an ein Reptil. Und zu guter Letzt, das einzige bekannte Exemplar ist ein Titan, was uns direkt zu unserem nächsten Thema bringt. Zum Abschluss für euch habe ich nämlich noch die Beschreibung und ein paar allgemeine Fakten zum Granatenfeuer der Drachenjäger. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Geschlecht. Das Granatenfeuer der Drachenjäger ist nämlich männlich. Es handelt sich um einen sehr großen Drachen, der von den Drachenjägern verwendet wurde, um Hicks und seine Verbündeten anzugreifen. Dieser Granatenfeuer ist ein Titan-Granatenfeuer, der als Kampfschiff der Drachenjäger verwendet wurde. Kontrolliert wurde er mit Hilfe von großen Hammern, die von den Drachenjägern auf seinen Rücken geschlagen wurden. Der Kommandant des Drachenschiffes war Reika Grimborn. Gebaut und geplant wurde es von Vigo Grimborn. Während sich der Drache unter Wasser bewegt, befinden sich die Drachenjäger in einem aus drachensicherem Material gebauten Schiff, das auf dem Rücken des Granatenfeuers gebunden ist. Und zu guter Letzt ein kleiner Hinweis. Er ist 49 Meter lang, was schon gesagt wurde, und damit vermutlich der größte Drache, der jemals von den Drachenjägern gefangen wurde. So Leute, das war das Faktenvideo zum Granatenfeuer. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und schreibt gerne in die Kommentare, welchen Drachen ich als nächstes nehmen soll für ein Faktenvideo. Und schreibt gerne euer Lieblingslied auch in die Kommentare. Dann kann ich dafür euch ein Edit machen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. I'm sorry.